So, Leute, nachdem wir jetzt neulich das rot-weiße Commander Legends Commander Deck hatten. Commander Legends Commander Deck. Das klingt auch doof. Gucken wir uns das blau-grüne auch mal an. Machen es mal hier auf. Der Inhalt ist relativ ähnlich und wie ich es letztes Mal auch schon gesagt habe, wahrscheinlich allen bekannt, nachdem wir jetzt so unendlich viele von diesen Commander Decks bekommen haben. Und wie immer, Pappe nach hinten. Hier haben wir, Pappe nach hinten, wie lernt man Commander? Hier ist wieder dieses Rädchen. Hier ist... So, können wir beiseite stellen. Dann haben wir hier unser Deck, unseren Commander. Hier unsere Token. So, Token. Letztes Mal habt ihr euch beschwert, dass ich die angeguckt habe. Gucke ich nicht mehr an. Sind mir egal. Dann gehen wir mal rein. Azay, Tyrant of Gaia Strait. 6 Mana, 5-5. Ihr könnt ein Land pro Runde mehr spielen. Und immer wenn ein Land unter eure Kontrolle ins Spiel kommt, zieht ihr eine Karte. Ein teurer Commander. Ich weiß nicht, ob ich den gut finden soll. Ich weiß es nicht. Irgendwie, ich finde den irgendwie nicht gut. Das könnte einfach dran liegen, dass er so unendlich teuer ist. Aber ich bin auch schon sehr lange aus Commander raus, um zu wissen, was teuer für ein Commander ist. Vielleicht ist 6 Mana das neue 3 Mana. So, dann gucken wir uns mal an, was da drin ist. Trench Behemoth, 7 Mana, 7-7. Ihr könnt einen Landzug auf die Hand nehmen, könnt ihn enttappen und er kriegt Hexproof. Und immer wenn ein Land oder eine Kontrolle ins Spiel kommt, muss eine Kreatur, die einen Gegner kontrolliert, die Zone angreifen. Okay. Stump Squall Hydra. 3 Grüne und X, 1-1 und man legt X plus 1-1 Marken auf das oder irgendeinen Commander, den man kontrolliert. Okay. Elder Deepfend kenne ich gar nicht. 8 Mana, 5-6, Flash mit Emerge. Und ihr könnt, wenn ihr den castet, 4 permanente tappen. Emerge war nochmal. Ihr könnt den für 2 blaue und 5 casten. Wenn ihr eine Kreatur opfert, um die Mana-Kosten zu reduzieren. Okay, ich weiß es schon nicht, wie das funktioniert. Wow. Meloku the Clouded Mirror, 5 Mana, 2, 4 fliegend. Für 1 Mana könnt ihr einen Landzug auf die Hand nehmen und einen 1-1 fliegend Illusionstoken kriegen. Nasal Primetide. Primaltide. 7 Mana, 7-7 kann nicht gekontert werden. Ihr habt keine Maximum Hand Size. Jedes Mal, wenn der Gegner ein Nicht-Kreaturen-Zauber spielt, dürft ihr eine Karte ziehen. Ihr könnt 3 Karten abwerfen und den exilen, um ihn wieder reinzubringen, also einen Flicker-Effekt zu haben im nächsten Endstep. Wow, das ist eine starke Control-Players-Win-Condition. Search of Fleets. 7 Mana, 6-6. Wenn er ins Spielfeld kommt, bringt ihr eine beliebige Anzahl an Karten zurück auf die Hand. Ne, jede Anzahl an Karten auf die Hand. Mit Verteidigungsstärke X oder weniger. Wobei X die Anzahl an Inseln sind, aber nur die, die der Gegner kontrolliert. Ah, okay, also wenn man 5 Inseln hat, bringt man alles mit Verteidigungsstärke 5 oder weniger zurück auf die Hand. Shipbreaker Kraken. 6 Mana, 6-6 mit Monstrosity. Wow, das habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Und wenn die monströs gemacht wird, tappt ihr 4 Kreaturen, bis zu 4 Kreaturen. Und diese Kreaturen enttappen nicht, solange man die Shipbreaker Kraken kontrolliert. Okay. Was? Okay, also das muss nicht sein. Diese Kreatur haben wir viel zu oft mittlerweile. 7 Mana, 5-6 fliegen, wenn sie ins Spielfeld kommt, guckt man die obersten Karten seines Decks an. Ein Gegner wählt die 2 Piles, also tut ihr in 2 Piles und ihr nehmt einen davon, nehmt ihr auf die Hand. Sphinx of Utum, Stormtide, Leviathan. 8 Mana, 8-8, Islandwalked. Alle Länder sind Inseln, zusätzlich zu ihrem Typ sind sie halt Inseln. Und Kreaturen mit Fliegend oder Islandwalk können noch angreifen, alle anderen nicht. Das ist ziemlich gut. 7 Mana, 8-8, okay. Hat Hexproof, es sei denn, er greift an oder blockt. Und kann nicht geblockt werden, es sei denn, der Beherrscher blockt mit allen Kreaturen. Tromokratis, ein Kraken. Legendäre Kreatur Kraken. Okay. Whelming Wave. 4 Mana, man bringt alle Kreaturen auf die Hand des Besitzes zurück. Es sind Kraken, Leviathane, Oktopussen, Oktopusses und Serpents. Oh, da ist ein Avenger drin. Haben wir den nicht auch schon im letzten Commander gehabt von Rising? Krass. 7 Mana, 5-5, wenn er ins Spiel kommt, kriegt man so viele 0-1er, wie man Länder kontrolliert. Und immer wenn ein Land ins Spiel kommt, kriegen alle Pflanzen plus 1 plus 1. Man kriegt so viele Pflanzen, wie man Länder kontrolliert. So ist es richtig. Oh mein Gott, Blackie. Molimo Maro Sorcerer. 7 Mana XX Trampel, wobei X die Anzahl an Ländern ist, die man kontrolliert. Nicht schlecht.
Rampaging Ballos. 6 Mana, 6-6 Trampel mit Landfall. Immer wenn Land ins Spiel kommt, kriegt man eine 4-4 Bestie. Ramunap. Nice. 3 Mana, 2-3, man kann Länder aus dem Friedhof casten. Geile Karte. Terrastodon. 8 Mana, 9-9, wenn es ins Spiel kommt, zerstört man 3 Nicht-Kreaturen-Permanente. Und für jede auf diese Weise zerstörte Permanente bekommt der Beherrscher dieser Permanenten eine 3-3 Elefantentauken. Verdant Sands Avatar. 7 Mana, 5-5, immer wenn der oder andere Kreatur unter eure Kontrolle ins Spiel kommt, kriegt ihr Leben in Höhe der Verteidigungsstärke. Oh mein Gott, das war schnell. Faithem Mage. 4 Mana 1-1 mit Evolve. Und immer wenn der +1/+1 Marker auf den kommt, zieht ihr eine Karte. Das ist tatsächlich ganz cool, wenn man damit halt lange Zeit lang immer mal wieder eine Karte ziehen kann. Das ist nicht so mächtig, das ist cool. Murkfind Leech. Ich dachte, die wäre gebannt. 5 Mana, 4-4, andere blaue Kreaturen und andere grüne Kreaturen kriegen jeweils +1/+1. Und alle grünen und blauen Kreaturen werden zu Beginn jedes Endtap-Steps von jedem Gegner enttappt. Simic Sky Swallower, 7 Mana 6-6, Fliegen Trampel Shroud. Spitting Image, 6 Mana Sorcery, ihr kreiert einen Token von einer Kreatur mit Retrace. Ihr könnt ein Land abwerfen und könnt ihn aus dem Friedhof nochmal zusätzlich casten für 6 Mana, immer wieder. Nicht bad, aber habe ich auch schon ewig nicht gesehen. Sias Sandial, 4 Mana mit Landfall, wenn Land ins Spiel kommt, könnt ihr 2 Mana bezahlen, um eine Karte zu ziehen. Arcanine. Das waren schon die Rares. Gefühlt sind hier weniger Rares drin, wie in einem anderen Deck. Aber das Arcanine ist unglaublich hübsch. Es ist unsagbar hübsch. Compulsive Research. Counterspell. Fact of Fiction. Maldrifter. Immer wieder eine gute Karte. Aber eine Ankam. Weil die nicht mal kam. Ja, ich gehe hier, wie gesagt, Beast Within. Ich gehe noch so ein bisschen durch, ob mir noch was auffällt. Eine Eternal Witness. Nicht schlecht. Die kostet auch noch einiges. Glamour's Reach. Search for Tomorrow ist eine coole Karte. Coiling Oracle, Growth Spiral. Ja, ansonsten Soul Ring, Swift Boots, Command Tower. Sehe ich nicht so viel. Die Länder sind halt echt ein Mist. Das waren die bei dem anderen Deck auch schon. Guild Gates, Falls, Creeks. Aber okay. Für den Preis kann man sich nicht beschweren. Und ich muss halt auch sagen, ihr kriegt halt ein sehr cooles blau-grünes Ramp-Deck. Mir gefällt das Rot-Weiße besser. Ihr könnt mir einmal in die Kommentare schreiben, wenn ihr euch das damals gekauft habt, welches von, also damals, vor ein paar Monaten, welches ihr euch gekauft habt, wenn ihr euch eins gekauft habt oder warum ihr euch keins gekauft habt. Würde mich mal interessieren. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blackseed. Ciao, ciao.